Ja, Mahlzeit, liebe Leute. Hier ist mal wieder der Tom. Ich möchte mit euch heute wieder etwas auspacken. Ein schönes, tolles Produkt, was ich hauptsächlich für mein Lenovo-Tablet nutzen werde. Und zwar geht es um die Logilink Bluetooth Laser Maus. Vielen Dank an dieser Stelle an Logilink für das Zusenden. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Das kam ganz überraschend. Und ja, jetzt ganz kurz zur äußeren Verpackung. Ist ja toll und stramm verpackt. Haben wir vorne ein paar Aufkleber, ich sag mal, oder Abdrucke, was so supported wird. Windows 7, Vista, Mac OS. Dann haben wir Laser Engine, 5 Buttons, 2 AAA-Batterien und ja, 4 Notebooks. Aber ich, wie gesagt, werde das für mein Tablet nutzen. Dann haben wir hier noch ein paar Informationen. Kompaktes Design, ideal für Notebooks. Bluetooth 3.0 plus EDR, ja, Klammer Class 2. Hört sich gut an, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Bis zu 10 Meter Aktionsradius im offenen Raum. Laser Tracking Engine, 5 Standardtasten und ein Scrollrad. 3 Level Power Saving Modus, 1600 dpi. Niedriger Stromverbrauch und die Batterie lebt auch ziemlich, ziemlich lange. Unterstützt Windows 2000 ME, XP, Vista 7 und macOS. Da will ich einfach mal sagen, schnibbeln wir das Ding auf. Hoffentlich werde ich der Maus nicht den Schwanz abschneiden, weil dann ist wieder alles vorbei. Ja, ich probiere das einfach erstmal so. Ich habe leider mein Unboxing-Messer irgendwie ja, verbummelt. Ich weiß nicht, wo ich das hingelegt habe. So, mal gucken, ob das jetzt so geht. Mensch, Mäuschen, das ist aber richtig stramm verpackt. So, dann machen wir das so. Dein Retter naht, ich werde dich befreien. Mann, die Dinger sind mal so gut verpackt hier. Mal aufpassen, dass man sich nicht schneidet. Das wäre ja noch was. Ich schneide mich beim Unboxing. Ja, dann lasse ich das aber auch drin, da schneide ich nicht raus. Dann mache ich doch gleich ein Unboxing zum Pflaster. So. Okay, kann sich nur noch um Stunden dauern. Kriegt man das sonst anders aus? Vielleicht einfach mal nur diese Ecken abschneiden. Kriegen wir schon hin. Ja, siehst du, okay, hätte ich mir den ganzen Kraftaufwand sparen können. So, einmal die Maus, Batterien und das ist Müll. Da ist jetzt auch nichts mehr drin. Alle. So, Müll kommt dahin. So, einmal die Maus haben wir hier. Schönes kleines Mäuschen. Zwei kleine Bakterien, einmal für den PC, Bluetooth Lasermaus, ich denke mal, das sind die Treiber, und zwei, ja, Anleitungen, einmal in Polnisch, denke ich mal, und einmal in Englisch, aber ja, EM, aber Deutsch sehe ich ja auch gerade, Deutsch ist ja auch mit dabei. So, schönes Ding. Ich bin ja so ein kleiner Tastenfetischist. Ich liebe Tasten, auch Tastatur. Jedes Mal, also früher war es ganz schlimm, habe ich mir andauernd eine neue Tastatur gekauft, weil wenn ich irgendwie mal shoppen war, hat man eine Tastatur gesehen, wo die Tasten sich so geil angehört haben und angefühlt haben, musste ich sie gleich kaufen. Ja, gut, das ist eine andere Geschichte. Prima, da ist nichts, das sieht nur so aus. Ja, liegt auch schön in der Hand.
Nicht lange schmecken. Jetzt packen wir mal schnell die Batterien aus und gucken dann mal, wie das so funktioniert. Ja. Breche ich mir schon die Finger beim Batterieaufbau hier. So, einmal hier, einmal da. Wie war das? War das jetzt oben? Das war jetzt oben. Bam. So. Okay. Batterien sind drin. Jetzt gehen wir mal auf diese Misttasche. Echt, die ist echt kacke, die Tasche. Auf Home und gehen in die Einstellung und Bluetooth. So. Muss man die jetzt irgendwo einschalten oder geht die jetzt auch so? Ich kann ja mal einfach mal danach suchen. Oh, sofort gefunden. Bluetooth Laser Maus. Okay. Pairing. Draufdrücken. Und bam, verbunden. Ups. Gut. Denke ich ja mal, dass er jetzt verbunden ist. Verbindung mit wird hergestellt. Ja. Was los? Da, jetzt verbunden. Hat nur ein bisschen gedauert. So, ihr könnt das glaube ich zwar nicht sehen, aber der Mauszeiger ist da. Ich gehe jetzt auf Home und ja, was soll ich jetzt mal zeigen? Hier, Logilink. Webseite. Das ist mal ein richtig geiles Erlebnis. Also ein kleines Tablet, eine schöne Tastatur, eine geile Maus. Und ja, auf jeden Fall funktioniert die Maus richtig cool. Auch die Tasten. Wir können damit natürlich jetzt nicht nur rumsurfen. Wir können auch einfach sagen, ich möchte ein Spiel spielen. Das geht natürlich auch. Ja, ich bin ganz aufgeregt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, das ist ziemlich hell, ne? Aber da seht ihr den kleinen schwarzen Punkt, das ist der Mauszeiger. Funktioniert auf jeden Fall. Also mit dem Lenovo-Tablet funktioniert es richtig gut. Wird wohl wahrscheinlich auch mit den anderen Tablets funktionieren. Aber hier richtig geil. So, die Tasten haben jetzt irgendwie zurück, kann ich jetzt hier gehen. Logilink-Suche habe ich hier gemacht. Könntest hier reintippen. Ja, keine Ahnung. Logi. Link. Können wir nochmal raussuchen und Mausrad funktioniert auch super. Da, Logi-Link-Seite, klicken wir drauf. Und zack. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Wenn Technik funktioniert, das ist doch einfach nur Spitzenklasse. Ja, jetzt können wir mal. Oder mache ich das nachher? Nö, ich mache das einfach jetzt mal schnell in diesem Video noch, das, um mal zu zeigen, dass alles wirklich gut klappt. Gehen wir jetzt mal hier auf Home und starten zum Beispiel mal der Trigger. Machen wir hier ein bisschen lauter. Dafür haben wir eine schöne Tastatur, wo das geht. Und machen unser Pad auch an. Übrigens von Hammer. Video kennt ihr auch schon. Funktioniert richtig geil, das Ding. So, ja, dann können wir auch hier bei der Trigger mit der Maus arbeiten. Wir können jetzt hier einfach hier ein bisschen rumgucken. Oder hier in den Einstellungen können wir gehen. Ah ne, da muss ich das rauslöschen. So, hier können wir, ich hoffe, das Pad ist noch drin. Und ja, wir gehen mal einfach hier, Main Quest, Accept. Ich hoffe, ich habe das jetzt eingestellt mit dem mit meinem Controller. Nicht, dass ich die Tasten gleich nochmal belegen muss. Kann man das eigentlich auch mit Maus spielen? Ne, das geht jetzt natürlich nicht. So. Ja, aber natürlich habe ich, sind die Tasten nicht zurück. Gehen wir mal ganz schnell auf Options und auf
Fire haben wir hier. Reload machen wir hier. Pause machen wir auf Start. Vorherige Waffe. Und nächste Waffe. Aiming machen wir hier. Und in Game Action, keine Ahnung, machen wir da. Da. Die Maus funktioniert richtig geil, habe ich das schon gesagt. So, jetzt gehen wir auf Save. Und ja, ihr seht jetzt wahrscheinlich echt recht viel, aber ich wollte nur mal kurz zeigen, dass das alles auch funktioniert. So. Ja, das ist doch mal ein cooles Spielerlebnis. Jetzt noch Tablet an Fernseher anschließen und dann geht's ab. So. Pause. Ja, okay. Wie man sieht, drei Bluetooth-Sachen haben wir angeschlossen und funktionieren wunderbar. Diese Maus kann ich euch auch nur ans Herz legen. Die ist super. Fühlt sich sehr gut an in der Hand. 5 Tasten, Scrollrad haben wir hier. 2 Batterien sind auch mit bei. Lohnt sich wohl wahrscheinlich irgendwann mal, oder man sollte sich die also Akkus zulegen. Ich habe gar nicht gewusst, sind das jetzt Akkus oder sind das jetzt normale Batterien? Das sind jetzt eigentlich, das sind glaube ich normale Batterien. Auf jeden Fall kann man sich Akkus glaube ich zulegen. Und ist wahrscheinlich auf Dauer auch besser. Ich gucke hier nochmal rein, ob ich da jetzt irgendwas sehe, ob das jetzt irgendwie wieder aufladbare sind. Ich hatte vorhin hier irgendwo Deutsch gesehen. Eigene Batterien erfolgt, denke Batterien öffnen sie in Schach und bla bla. Steht nichts bei. Steht nur bei, dass da halt Batterien mit drin sind. Also denke ich mal, das sind keine aufladbaren Batterien. Also holt euch noch zusätzlich 2 kleine AAA. Akkus und dann steht euch nichts mehr im Wege für ein geiles Erlebnis. Ja, gut, dann danke fürs Zuschauen. Es hat wieder ein bisschen länger gedauert. Danke an Louis Link für die richtig klasse Maus. Wie immer werde ich in der Videobeschreibung unten eingeben, wo ihr sie kaufen könnt und was dieses gute Stück kostet. Prima, gut, das war's. Ja, dann herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns denn die Tage wieder. Bis dann. Tschüss.